Jo, Freunde der Zerstörungen 2. Wie angekündigt hat Chiyoka am Montag ihr zweites heftiges Zerstörungsvideo gegen KuchenTV hochgeladen. Und dieses Mal geht es nicht um Dinge, die 8 Jahre her sind, sondern nur noch 7. Wir sind also fast in diesem Jahrzehnt angekommen. In diesem Video geht es um meine zweite Verurteilung wegen Volksverhetzung. Und das Thema ist natürlich so spannend, dass man dazu ein 50-Minuten-Video machen muss. Und Chiyoka hat hier sogar wirklich Glück, denn das Video hat viel, viel mehr Dislikes als Likes, aber trotzdem sind es nur 240 Kommentare und kein einziger ist kritisch. Mann, ich wünschte, ich wäre so beliebt. Und die Dislikes sind bestimmt nur gebottet. Am Anfang müssen wir kurz darüber reden, was nach ihrem Video passiert ist. Und zwar habe ich natürlich direkt am Montag darauf reagiert. Und das sogar in einem Chiyoka-Cosplay. Allerdings habe ich schon zu Beginn des Streams Folgendes gesagt. Genau, wir können heute auch keine so lange Talkrunde am Anfang machen. Denn ich muss um 17 Uhr ungefähr los. Ich muss heute noch ein C-Jugend-Pokalspiel pfeifen natürlich. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass das 50 Minuten geht und habe das Video nicht geschafft. Ich musste irgendwann gegen Ende dann abbrechen. Und was twittert jetzt Chiyoka dazu? Irgendwie ist KuchenTV aus seinem Reaction-Stream geflüchtet. Hä? Sitzt das Clown-Kostüm zu eng? Nein. Ich habe schon vorher gesagt, dass ich um 17 Uhr los muss, weil ich eine Schiedsrichteransetzung habe. Und genau da bin ich dann auch hingefahren. Hier ist sogar noch ein Beweisbild, dass ich da gewesen bin. Und ich kann es dir auch anderweitig beweisen. Und zwar hat ein Spieler aus der Verlierermannschaft mir danach das hier geschrieben. Ja, sehr sympathisch auf jeden Fall. Ich habe dann gesagt, ah hey, ich kann dich ja auch einfach mal melden. Aber alles gut, habe ich nicht gemacht, denn er hat es klargestellt, es war sein Freund. Und er hat sich ja dann schon für seinen Freund entschuldigt. Alles in Ordnung. Kommen wir aber mal nun zum Video von Chiyoka. Der große Aufhänger des Videos ist es, dass ich am 24.01. die Verhandlung zur Revision wegen dieser Verurteilung gehabt habe. Ich aber gar kein Video dazu gemacht habe. Sie sagt dazu Folgendes. Der Gerichtstermin für die dritte Instanz war übrigens am 24. Januar 2024. Oh, das war ja dieses Jahr. Komisch, ich habe irgendwie auf YouTube gar nichts dazu mitbekommen. Liegt vielleicht daran, dass KuchenTV diesmal kein YouTube-Video für uns hochgeladen hat? Und auch an einer anderen Stelle spricht sie das Ganze nochmal so vorwurfsvoll an. Im Sinne von, das ist ja komisch, warum kommt denn da kein Video zu? Und wo er dann einfach irgendwann darüber aufgehört hat, öffentlich darüber zu sprechen, obwohl es dieses Jahr Updates dazu gab. Und weil er nicht darüber reden möchte, machen wir das. Ja klar, also wenn ich schon nicht selber drüber rede, dann muss Chiyoka das jetzt zwangsweise alles natürlich aufarbeiten. Geht halt dann nicht anders. Nur dumm, dass sie im gleichen Video halt auch das hier sagt. Er könnte aufhören, das zu reproduzieren und er könnte aufhören, das Ganze zu feiern oder als Kunst zu relativieren. Also, halten wir mal fest. Sie beschwert sich darüber, dass ich kein Update-Video dazu gemacht habe. Gleichzeitig beschwert sie sich aber auch darüber, dass ich das Ganze immer wieder reproduziere. Ja, also was denn jetzt? Wenn ich darüber rede und ein Update-Video machen würde, dann hätte ich das Ganze ja auch wieder reproduziert. Das zeigt mal wieder, dass es Chiyoka hier überhaupt nicht darum geht, das Ganze aufzuarbeiten oder aufzuklären, sondern nur darum, Schaden anzurichten. Denn es ist vollkommen egal, wie ich mich verhalten hätte. Sie hätte eins der beiden Dinge kritisiert. Oder auch beides, wie in diesem Video. Noch dümmer ist ja auch wirklich, dass sie sagt, dass ich aufhören soll, das Ganze zu reproduzieren. Sie aber zwei Videos zu diesen Themen hochlädt, mit einer Gesamtlauflänge von ungefähr 90 Minuten, wo sie alle meine, laut ihr antisemitischen Aussagen, nochmal komplett in diesem Video zeigt und sogar diese Emilia, die ich damals beleidigt habe, unzensiert in ihrem Video gezeigt hat. Aber ich bin mir sicher, weil Chiyoka sagt ja immer, man soll mit betroffen reden und nicht über sie, dass sie vorher gefragt hat und das für Emilia bestimmt in Ordnung gewesen ist. Also du machst halt genau das, was du mir in diesem Video vorwirfst, alles nochmal komplett zu reproduzieren. Aber das ist ja was anderes, weil da geht es natürlich um Aufklärung und da kann man 9 Jahre alte Sachen und antisemitische Aussagen natürlich nochmal reproduzieren. Ganz normal. Wie ich gerade gesagt habe, habe ich Emilia in meinem Video von 2017 ja kritisiert. Und Chiyoka ist hier wirklich was Krasses aufgefallen. Als ich das gelesen hatte, hatte ich ein bisschen sowas wie ein Déjà-vu. Denn offensichtlich ist KuchenTV nie weit, wenn junge Frauen Auszeichnungen und Preise für ihr politisches Engagement bekommen. Ja, da hat sie recht. Ich habe einfach was dagegen, wenn Frauen Preise gewinnen. Hier mal eine Liste mit allen weiblichen Preisträgerinnen, die ich deswegen irgendwie kritisiert habe. Emilia 2017, Chiyoka 2023. Eine GNU, die den gleichen Preis wie Chiyoka 2021 gewonnen hat.
Da habe ich komischerweise nicht zugesagt, das habe ich wohl verpennt. Und auch die ganzen Siegerinnen, die es beim Webvideopreis oder wie das jetzt heute heißt, so gegeben hat, die habe ich auch nie wirklich kritisiert. Das ist ja komisch, so als ob das gar nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Nee, komm, wir hören jetzt an, das ist wirklich Schwurbelei. Dann zeigt sie Clips aus meinem alten Video. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Und nennt ihr Engagement lappenhaft. Das Video erreicht 400.000 Aufrufe und er sagt darin unter anderem Dinge wie zum Beispiel: Wenn ich mal an meine alte Klasse zurückdenke, wäre die Person wahrscheinlich zum größten Außenseiter der Welt geworden, hätte mit Anfeindungen rechnen müssen und wäre nicht mehr glücklich geworden. Und das ist jetzt kein Witz oder sowas, sondern wirklich mal Real Talk. Ja, schon verständlich für KuchenTV, wenn das Mädchen aufgrund ihrer Zivilcourage danach gemobbt wird. Sonst noch was? Mitschüler anzuzeigen, weil man eine andere Art von Humor hat, ist schon relativ hart. Und dass man dann nicht wirklich Lust hat, mit der Person irgendwas zu tun zu haben, wäre für mich ebenfalls verständlich. Am selben Tag postete übrigens der rechtsextreme Kopf der identitären Bewegung, Martin Sellner, Folgendes auf Twitter. Die Talentscouts von Annette Kahne gieren schon nach diesem vielversprechenden Nachwuchs. PS, sie ist sicher voll beliebt jetzt. Klingt ziemlich ähnlich. Oder? Gerade das Ende ist einfach komplett ekelhaft. Darauf zu kommen, dass man sich bei seinen Mitschülern und in der Klasse unbeliebt macht, wenn man seine Mitschüler bei der Polizei anzeigt, das ist jetzt keine krasse Meinung oder sowas. Das ist halt mal wieder Framing par excellence. KuchenTV und Martin Sellner hatten 2017 den gleichen Punkt. KuchenTV ist rechtsradikal, den müssen wir canceln. Wieso kann der noch Videos machen? Ich habe überhaupt keinen Meltdown. Und auch hier ist Choyoka mal wieder ein Fehler unterlaufen. Denn im ersten Clip sieht es halt so aus, als ob dieses Video noch online ist. Erst ab dem zweiten Clip haben sie dann darauf geachtet, hinzuschreiben, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Sicherlich nur ganz aus Versehen und nicht irgendwie ein Framing-Versuch oder so. Auch das verstehe ich halt wieder nicht. Sie gegenargumentiert jetzt eine Aussage von mir, die 7 Jahre her ist, aus einem Video, was gar nicht mehr online ist. Also, wo man ja davon ausgehen kann, ey, das ist gar nicht mehr meine Meinung. Also, was willst du jetzt beweisen? Was gibt's da zu argumentieren? Ich verstehe es nicht. Was ist die Pointe, Shoyoka? Was ist die Pointe? Ich sehe es halt auch immer noch so, dass man sich mit so einem Verhalten unbeliebt macht. Vollkommen egal, ob das berechtigt ist oder nicht. Wenn jetzt einer aus meiner alten Klasse die Raucher verpfiffen hätte, wenn die in der Pause geraucht haben, dann wären die auch unten durch gewesen. Egal, ob das jetzt gut ist, das zu machen oder nicht. Und ich sehe das Ganze auch heute noch so. Aber klar, ich würde Emilia heute dafür nicht mehr fronten, dass sie sich dafür eingesetzt hat. Denn dafür gebührt ihr tatsächlich der größte Respekt. Schon mit 15 diese Weitsicht zu haben, gegen solche Äußerungen und Witze vorzugehen und das Ganze auch bis zur Polizei zu bringen, ist halt tatsächlich sehr stark, gerade auch durch die Konsequenzen, die sie dadurch eventuell gehabt haben kann. Ich bin, by the way, auch wieder rechts, weil ich in meinem damaligen Video Folgendes gesagt habe. Und zwar gab es zu dieser Zeit immer mal wieder Angriffe von Muslimen auf Juden. Ich hatte damals das Gefühl, dass das von der Politik so ein bisschen runtergespielt wird und deswegen habe ich damals Folgendes gesagt. Muslimische Jungs schlagen jüdischen Schüler. Boah, zum Glück waren es keine deutschen Christen. Solange es Muslime sind, ist es natürlich okay. Ich habe zwar nichts gegen Juden, aber die haben im muslimischen Glauben halt einfach nicht zu suchen. Das ist Religionsfreiheit, wenn ich die boxe. Das Ganze ist natürlich einfach nur eine überspitzte Aussage gewesen, die ich als dieser muslimische Schüler getätigt habe. Das Ganze habe ich sogar noch in einem ironischen Ton getan, um das Ganze zu kritisieren, nicht um das gut zu heißen. Im Urteil steht dazu, dass diese Passage dazu dienen soll, körperliche Angriffe auf Menschen jüdischen Glaubens zu legitimieren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist halt so unfassbar falsch und wenn man sich das Video dazu mal anschaut, dann merkt man das eigentlich auch. Und Shoyoka antwortet jetzt so darauf. Aha, spannend, KuchenTV. Er hatte also das Gefühl, dass antisemitische Gewalt, wenn sie von Muslimen kommen würde, relativiert und verharmlost wird. Wir haben uns also alle den rechten Talking Point mit dem importierten Antisemitismus nur eingebildet. Ja, ist halt wieder mal KuchenTV, der natürlich keine Ahnung hat, wovon er redet. Shoyoka, du machst halt gerade genau das, zu sagen, dass es unter muslimischen Mitbürgern durchaus auch Antisemitismus gibt, ist kein rechter Talking Point. Bei dem Vorfall, den ich damals beschrieben habe, das Ganze war 2017, wurde dieser Junge nur aufgrund seiner Religion geschlagen, weil er Jude gewesen ist. Eine Studie aus dem März 2024 hat gezeigt, dass 40% der Muslime antisemitische Einstellung haben. Das Ganze ist übrigens vom
MDR geschrieben worden. Ich hoffe, das ist für dich seriös genug. Oder sind die jetzt auch rechtsradikal? Damit möchte ich halt auch nicht sagen, dass Muslime böse sind oder dass die raus sollen oder sonst irgendwas. Aber dieses Problem existiert halt einfach und das müssen wir halt angehen, um die jüdische Bevölkerung zu beschützen. Einfach diese Probleme nicht zu erkennen und sagen, das ist ein rechter Talking Point, löst dieses Problem ja nicht. Es ist trotzdem da. Ein Gegenargument, warum meine Aussage da nicht stimmt, hat sie komischerweise auch weggelassen. Also zu sagen, dass das ein rechter Talking Point ist, hat das ja schon komplett auseinandergenommen. Aber auch andere Dinge blickt sie mal wieder nicht. Beispielsweise das hier. Relativiert das F-Wort gegen die Schülerin allerdings als Hommage an den Künstler Julians Block. Ich habe im Video gesagt, dass die Polizisten Emilia nett nach draußen begleiten hätten und dabei ein Wort benutzen sollen, welches man öfters von Julians Block gehört hat. Es war zwar nicht meine Absicht, die Person damit wirklich zu beleidigen, sondern eine Hommage an den eben genannten Künstler, aber es ist halt trotzdem eine Beleidigung. Für alle, die Julians Block... Ich relativiere das F-Wort nicht. Ich sage doch sogar am Ende ganz klar, dass es eine Beleidigung ist. Aber ich persönlich finde es wichtig, wenn man ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, dass man sich erklärt, wie es zu diesem Verhalten kommen konnte, einfach damit man das nachvollziehen kann. Es geht nicht darum zu sagen, hör, ich habe doch gar nichts gemacht, sondern einfach um meinen Zuschauern zu zeigen, ey, warum habe ich dieses Wort eigentlich damals gedroppt? Dann geht es um das Urteil. Sie hat nämlich was Ultraheftiges herausgefunden. Von Mecklenburg-Vorpommern. Ups, wo ist das denn aufgetaucht? Naja, wenn KuchenTV nicht drüber reden möchte, mache ich das einfach für ihn. Er wurde nämlich vom Oberlandesgericht Rostock in zwei tateinheitlichen Fällen der Volksverhetzung Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Digga, die trollt doch, oder? Sie denkt halt jetzt, dass sie irgendeinen krassen Punkt hat, also dass sie dieses Thema hochgeholt hat, obwohl ich darüber halt nicht sprechen möchte oder so, was halt gar keinen Sinn macht. Ich habe dazu halt kein Video gemacht, weil es im Grunde genau das gleiche Urteil wie davor gewesen ist. Nur die Beleidigung wurde eingestellt, alles andere ist genau gleich geblieben und die Strafe wurde halt geringer. Aber überhaupt zu sagen, so, du willst also nicht drüber sprechen, ist halt schon falsch, denn sie selber blendet in ihrem Video sogar ein, dass ich darüber gesprochen habe. Also bei der Volksverhetzungssache müssen wir jetzt vor das Bundesverfassungsgericht und alleine das hat mich über 20.000 Euro gekostet, ja, nur mal so nebenbei. Es sind seitdem 10 Monate vergangen. Und auch im Video zum Meppo habe ich dazu was gesagt. Gegen. By the way, ist die Berufung auch schon gelaufen. Dazu kommt irgendwann noch ein Video und die Beleidigung, die da ja mit drin gewesen ist, wo ich 12.000 Euro hätte zahlen müssen, da wurde ich freigesprochen, das wurde eingestellt. Ich will das Ganze ja nicht geheim halten oder so. Ich weiß ja auch, dass es öffentlich einsehbar ist und ich habe ja auch öffentlich gesagt, dass ich da verloren habe. Das Ding ist halt einfach, ich habe irgendwann auch keine Lust mehr darauf, immer wieder solche Videos zu machen, die halt inhaltlich genau das gleiche sind. Wie gesagt, dieses Urteil hat sich nicht groß geändert. Da gibt es jetzt kein heftiges Update oder sowas. Außerdem habe ich ja auch gesagt, dass wir vors Bundesverfassungsgericht gehen und wenn dieses ganze Thema dann komplett abgeschlossen ist, dann wollte ich dazu halt nochmal ein Video machen. Also Shoyoka schwurbelt sich da wieder irgendwas zusammen, als wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte, das geheim zu halten, obwohl ich ja öffentlich damit umgegangen bin. Sie zitiert auch einen Part aus diesem Urteil und sagt dazu Folgendes. Seine Publikation legitimiert Angriffe auf jüdische Menschen, schürt ein Klima der Verrohung und Abwertung bestimmter Personen, setzt Hemmschwellen herab, jüdische Rechtsgut gefährdende Folgen, zum Beispiel in Form von Übergriffen, unmittelbar ausgelöst werden können und verbreitet damit insgesamt Hass, der letztlich sogar tödlich enden kann. Was so viel bedeutet wie KuchenTV produziert, monetarisiert und verbreitet Hassinhalte, die die Sicherheit von, in diesem Fall, jüdischen Menschen in Deutschland gefährden. Der letztendlich sogar tödlich enden kann. Bruder, wie kann ein Gericht so krass übertreiben? Wirklich, ich blick das nicht. Und Shoyoka nimmt es natürlich einfach so hin. Klar, wenn ihr im Ball zugespielt wird, dann muss man sich nicht selber Gedanken machen, macht das Sinn oder nicht. Ich meine, ich habe ja verloren, das ist das Gute. Wenn Shoyoka da verloren hätte, dann wäre der Richter wieder schuld und es würde ihr verboten werden, über ihr Trauma zu sprechen. Ich habe mich ja in diesem Part, den ich euch gerade gezeigt habe, gegen Gewalt ausgesprochen. Das Gericht hat das aber einfach für ernst genommen und hat gesagt, sagt, ja, das kann auch irgendwann tödlich enden, obwohl das ja nicht mal die Aussage war. Und man das auch verstanden hat, dass es nicht die Aussage ist. Und ihr Framing darf natürlich auch nicht fehlen. Deswegen hat sie extra nochmal gesagt, monetarisiert! Dieses Wort macht zwar gar keinen Sinn und ändert auch nichts an irgendwas, aber Schlagwörter kann Shoyoka super. Aber auch folgende Aussage bringt Shoyoka. Ich bin wirklich der krasseste Volksverhetzer ever, weil ich bin gegen Rassismus und für Flüchtlinge. Wirklich schlimmer geht's einfach gar nicht. Und es ist natürlich kompletter Quatsch, weil niemand hat ihn
ihn als den krassesten Volksverhetzer ever bezeichnet. Stimmt, es stellt mich ja niemand als den krassesten Volksverhetzer hin. Nur ist es dir komischerweise so wichtig, dass du gefühlt seit 1,5 Jahren das in jedem Stream 1000-mal erwähnen musst und jetzt extra nochmal 2 Aufarbeitungsvideos gemacht hast, um zu zeigen, guck mal, der ist ein Volksverhetzer. Stimmt, ich bin gar nicht der Krasseste. Ich meine, fair enough, sie hat ja auch vorher schon sehr oft über dieses Thema geredet und ich habe es halt genau 0-mal mitbekommen. Also entweder bin ich der Einzige, der deswegen verurteilt worden ist, oder dieses Thema und die Straftat ist dir eigentlich komplett egal, denn da könnte man ja super Aufklärungsarbeit gegen Rechte machen, gegen irgendwelche AfD-Politiker, die deswegen verurteilt worden sind. Aber KuchenTV, das Ganze ist natürlich deutlich schlimmer. Dann sagt sie auch Folgendes. Als völlig ungerecht behandelt, er ist generell gegen den Volksverhetzungsparagrafen. Ihr erinnert euch an den Künstler Julians Block, der hat nämlich 2015 dieses Volksverhetzungskunstwerk erschaffen. Und ja, das war meine Meinung, die ich vor 7 Jahren mal hatte. Im Stream, wo wir auf ihr erstes Video reagiert haben, habe ich das Ganze sogar angesprochen und auch gesagt, ey, ich und Imp hatten damals diese Meinung. Ich denke, dass wir das beide heute anders sehen, denn dieser Paragraph ist tatsächlich sehr wichtig. Das wird sie auch mitbekommen haben, denn nachdem ich drauf reagiert habe, hat sie extra gesagt, ha, ich habe ein Team, das die ganze Zeit die Streams von KuchenTV guckt. War ihr aber nicht wichtig genug, das Video nochmal zu bearbeiten. Viel schlimmer, sie sagt im Video sogar noch das hier. Es ist unklar, ob KuchenTV diese Dinge heute auch alle immer noch so sieht. Die Ausschnitte sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos alle auf seinem Kanal verfügbar und es gibt auch keine andere Aufarbeitung und Einordnung von KuchenTV zu seinen eigenen Aussagen. Nein, Shoyoka, ich habe schon eine andere Meinung abgegeben und dein Team wird das auch mitbekommen haben. Dir war es nur nicht wichtig genug, das Video nochmal zu bearbeiten. Wäre ja auch doof, weil es wäre ja ein Punkt gegen mich weg und man will ja auch das Wochenende genießen. Ist nicht so wichtig. Ebenfalls absolutes Framing ist dann das hier. Und da kommt natürlich sehr schnell immer das Wort Veränderung. Und in diesem Fall müssen wir sagen, ja, es stimmt. KuchenTV macht 2024 keine Witze in der Öffentlichkeit über den Holocaust. Da kann man schon mal klatschen. Erstmal danke. Endlich erkennt sie, dass ich mich in den letzten 8 Jahren weiterentwickelt habe. So positive Worte habe ich von Shoyoka noch nie gehört. Die Frage, die ich mir aber stelle, warum wird extra erwähnt, dass ich das öffentlich nicht mehr mache? Damit implizierst du ja, dass ich privat immer noch die ganze Zeit solche Jokes machen würde. Hast du da irgendwelche Belege für? Hast du irgendwelche Beweise? Hast du Chats mit mir und irgendeinem Kollegen, wo das passiert ist? Oder warum ist es dir wichtig, nochmal öffentlich zu sagen? Auch anderweitig framed sie einfach komplett. Und zwar hat sie einen Ausschnitt aus meinem Interview mit Aaron Troschke eingebaut. Und den gucken wir uns einfach mal an. Später in dem Interview fragt Aaron KuchenTV, ob er dem 18-jährigen Tim eigentlich einen Ratschlag geben würde, etwas zu sagen hätte über die Richtung, in die er sich entwickelt. Und was soll ich sagen? KuchenTV bringt sich selbst ziemlich krass auf den Punkt. Das ist halt immer die Frage, ne? Vielleicht war ja auch gut damals, so ein bisschen provokanter zu sein, nochmal aufgefallen zu sein, weil man sonst vielleicht auch die Reichweite gar nicht aufgebaut hätte, ne? Vielleicht wären sonst einige Leute gar nicht auf einen gekommen. Antisemitische Witze machen und für Volksverhetzung verurteilt werden, sind für KuchenTV völlig in Ordnung, wenn es sich rückwirkend als erfolgsversprechend herausstellt. Sie stellt es jetzt so hin, als wäre das meine Antwort zu diesem Witz, den ich damals gemacht habe, weswegen ich verurteilt worden bin. Ihr könnt es euch aber schon denken, das Ganze ist aus dem Kontext geschnitten und komplett falsch. Denn am Anfang von diesem Part haben wir allgemein über meine YouTube-Anfänge gesprochen. Davor haben wir zum Beispiel das hier gesagt. So, okay, auf jeden Fall jetzt nicht krass. Aber ging es da schon immer so um deine Meinung und so krass? Oder hast du viel krasser noch. Viel krasser. Viel Beleidigung. Wir haben jetzt ja noch Kanalzerstörung gemacht. Ne? Du hast ja halt irgendeinen Typ mit 10 Abonnenten rausgesucht, hast ja dann 8 Minuten einfach nur fertig gemacht. Bist ja. Du noch stolz drauf oder denkst du mittlerweile, oh, peinlich? Ja, peinlich, aber lustig irgendwo auch, ne? Also man denkt ja dann zurück, wie man das selber so gesehen hat, wo man echt so dachte, so, boah, es wäre schon krass, wenn er sich jetzt echt löscht, Alter, da ist wirklich eine Kanalzerstörung begangen und so. Erst danach kam er zu dieser Verurteilung, weil er gefragt hat, so, jo, das hört man ja schon die ganze Zeit, was ist denn da eigentlich los? Und zufälligerweise hat Shoyoka auch die Frage weggelassen, auf die ich geantwortet habe. Denn sonst würde man ja mitbekommen, warte, das war ja eine allgemein gestellte Frage. Würdest du dem 18-jährigen Tim sagen, der mit YouTube angefangen hat und in diese Richtung gegangen ist,
cool, mach weiter so. Das war nicht nur darauf bezogen, sondern allgemein auf meine Anfänge auf YouTube. Dass ich früher beleidigt habe, dass ich provokant gewesen bin, dass ich Kanalzerstörungen gemacht habe. Du reißt es komplett aus dem Kontext. Chiyoka kann einfach nicht denken und das hat sie damit wieder bewiesen. Denn vor dieser Frage, die ich euch gerade gezeigt habe, kam tatsächlich die Frage mit dieser Verhandlung und Verurteilung. Das Ding ist, dass sie halt nicht checkt, dass diese Frage auf den ganzen Part bezogen ist und nicht nur auf diese eine Sache. Ich blick das halt nicht, weil man kann es sich angucken. Das Video ist immer noch online. Wie kann man so schlecht framen? Wirklich, ich verstehe es nicht. Wenig später wurde bekannt, dass er seinen Werbepartner für seinen Podcast verloren hat und kurz danach trennte sich nun auch der Werbepartner EMP von seinem Content. Es wirkt fast ein bisschen so, als wäre die Selbstdarstellung des KuchenTV momentan ein wenig am Bröckeln. Was für Selbstdarstellung bröckelt? Chiyoka, hast du dir die letzten 2 Jahre Videos von mir angeguckt oder macht das alles nur dein Team? Ich war in den letzten Jahren nie einer, der viele Placements hatte oder der davon gelebt hat. Ja, ich habe jetzt 1-2 Placements verloren, aber das zerstört ja nicht meine Selbstdarstellung, denn vorher hatte ich auch keine Placements. Es ändert sich halt nichts. Dann auch sowas hier. Warum er nie ein Statement und eine Aufarbeitung zu der antisemitischen Karikatur veröffentlicht hat, die er jahrelang in einem seiner Videos verbreitet hat. Nachdem Kuchenfalls ihn darauf hingewiesen hat, hat er nämlich dieses Video einfach nur still und heimlich gelöscht und hat sich nur dazu hinreißen lassen, ganz leise in einem seiner Livestreams etwas dazu zu sagen. Eine Aufarbeitung oder Korrektur fehlt bis heute. Obwohl sie im ganzen Video ja immer Ausschnitte und Belege zeigt dafür, was ich genau gesagt habe, ist es sehr komisch, dass sie genau in diesem Part irgendwie vergessen hat, das einzufügen, wo ich angeblich nur ganz leise mich davon distanziert habe. Ich meine erstmal die Frage, wie sollen das ausgesehen haben? Jo Leute, was geht? Das war wirklich doof von mir und ich distanziere mich auf jeden Fall davon. Ich habe mich im Stream halt ganz normal damit auseinandergesetzt und gesagt, ja, safe, Digga, das ist eine antisemitische Karikatur, war dumm, dass ich das damals benutzt habe, ich habe das Video offline gestellt. Warum wird denn genau das nicht gezeigt und diese Distanzierung sogar noch runtergeredet mit, ja, der hat so ganz leise darüber gesprochen. Wie schlecht willst du Frameshoyoka? Zeig uns doch den Clip, du willst doch alles belegen, dann beleg das doch mal. Wie gesagt, habe ich das Video ja offline genommen und ich distanziere mich auch davon, das gemacht zu haben. Auch das ist halt schon 7 Jahre her. Ja, war kacke, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, worauf Chiyoka hinaus will. Also ich distanziere mich in einem Stream und nehme das Video offline und trotzdem wird es wieder runtergespielt. Muss ich jetzt wirklich jeden Fehler, den ich irgendwie mal gemacht habe, auch wenn das diese Karikatur gewesen ist, die vielleicht 5 Sekunden in meinem Video zu sehen war, jetzt immer ein eigenständiges Statement-Video dazu machen? Zu jedem Fehler, den du von mir vor 7 oder 10 Jahren findest? Machst du das denn? Machst du dich für Sachen gerade? Denn eine Sache würde mich interessieren. Phoebe hat 2023 nach der Gamescom gepostet gehabt, dass sie von einem männlichen Influencer sexuell belästigt worden ist. Und Chiyoka hat dazu das hier gesagt. Könnt ihr euch erinnern, als eine andere Influencerin auf der Gamescom erzählt hat, dass sie belästigt wurde und von sexueller Belästigung gesprochen hat? Ratet mal, welche männlichen Influencer unter ihren Beiträgen gekämpft haben und versucht haben, sie über Tage dazu zu nötigen, den Namen öffentlich zu machen von dem Typen, der sie sexuell belästigt hat. Ich habe das Ganze dann kritisiert, denn die einzigen, die sie damit gemeint haben konnte, waren so Leute wie Orange Morange, Tobias Hoch oder halt mich. Und später ist Chiyoka sogar nochmal darauf eingegangen und hat das Ganze nochmal richtig gestellt. Allerdings hat sie natürlich wieder mal nicht die Stärke, den Fehler auch wirklich einzusehen. Eine sogenannte Lüge wäre zum Beispiel, dass du behauptet hast, dass er und Co. unter dem Stream eines weiblichen Influencers gescammt haben sollen und sie genötigt haben, den Namen des Belästigers zu veröffentlichen. Diese Influencerin hat das übrigens nicht so aufgenommen und das auch so klargestellt. Auch dazu habe ich mich schon 1000 Mal geäußert. Ich habe tatsächlich KuchenTVs Namen nicht namentlich genannt, sondern ich habe generell über Influencer gesprochen. Auch das habe ich privat mit Phoebe geklärt, was zu dem damaligen Zeitpunkt passiert ist. Ja, du hast nicht explizit KuchenTV gesagt. Das ist richtig. Aber welche Influencer möchtest du denn sonst meinen? Bei meiner Antwort auf den Tweet sieht man ja, dass ich so ironisch gesagt habe, ey, gib mir den Namen, dann mache ich ein Video. Und auch dein Wortlaut mit, ratet mal, wer da gecampt hat. Also, das impliziert doch, dass du die Leute meinst, mit denen du gerade eine Auseinandersetzung hattest. Also Tobias Hoch, Orange Morange und mich. Und was es da mit Phoebe zu klären gab, verstehe ich auch nicht, denn Phoebe hast du ja gar keine Vorwürfe gemacht. Die Vorwürfe hast du doch offensichtlich an uns gerichtet. Dann entschuldige dich doch bei uns, dass das nicht stimmt. Denn ich habe nur einen einzigen Tweet abgegeben, das kann kein Campen sein. Oder wenn du uns wirklich nicht gemeint hast, dann guck dir den Tweet doch nochmal an und sag uns, welche Influencer hast du denn damit gemeint? Was hätten deine Zuschauer denn erraten sollen? Das würde mich schon ziemlich interessieren. Und bitte als
eigenständiges Video, weil im Stream reicht eine Distanzierung nicht. Kommen wir aber mal zurück zum Video. Sie sagt dann noch Folgendes. Dann gibt es vielleicht wieder ein ganz spontanes, mit nichts zusammenhängendes Statement-Video, in dem er uns das alles erklärt. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, aber auch das hat Chuyoka nicht bearbeitet. Ich habe doch im Video gesagt, dass ich das auch für die Werbepartner mache. Und auf der anderen Seite natürlich auch für die Werbepartner, damit die mitbekommen, ach so, ja, das ist also nur dummes Framing von Leuten, die dich nicht mögen, ja, alles klar. Wie soll das zusammenhangslos sein? Ich habe das doch sogar in dem Video ganz transparent gesagt. Dann auch sowas hier. Expertenmeinung. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass ihr hier auf die Expertise von KuchenTV hört, der auch gesagt hat, es wäre keine Volksverhetzung, als sein Vorbild und Künstler Julian Block für Volksverhetzung verurteilt wurde. Ja, KuchenTV hat vor 7 Jahren mal Julians Block richtig dumm verteidigt. Und das soll euer Experte sein? Peinlich, peinlich. Ja, ich sehe das heute nicht mehr so und habe das Video jetzt auch offline genommen. Was willst du jetzt? Kann man sich als Mensch nicht weiterentwickeln? Nämlich erstens, dass er während der Aussage gelacht hat. Zweitens, wegen der Art des antisemitischen Witzes, auf den sich diese Äußerungen bezogen. Und drittens, wegen der Größe des Publikums, an das er sein volksverhetzendes Video aufgespielt hat. Ja, da hat sie natürlich recht. Es tut mir wirklich leid, weil ich habe so halb gelacht und es war auch mein Fehler, euch nicht nochmal darauf hinzuweisen, dass das Video viele Aufrufe hatte. Was Chuyoka, wenn ich es erzählt hätte, bestimmt wieder als Arroganz abgetan hätte. Das ändert den ganzen Sachverhalt und ich möchte mich hier bei meiner Community entschuldigen. Und auch mit dem Satz, den sie danach droppt, hat sie natürlich recht. Das ist wohl diese Transparenz, mit der KuchenTV arbeitet. Ich meine, das kann schon mal passieren bei dieser Aufarbeitung, dass man gerade die Details weglässt, die für die Werbepartner besonders interessant sein dürften. Stimmt, denn Werbepartner würden sicherlich sowas sagen wie, also Bro, dass du gesagt hast, der ist gar nicht mal so schlecht. Da können wir halt noch drüber gucken. Aber dass das Video 400.000 Aufrufe hat, das ändert alles. Sorry, wir können nicht mit dir zusammenarbeiten. Welchen Werbepartner juckt es, wie viele Aufrufe dieses Video von vor 7 Jahren hatte? Egal. Das ist im Grunde schon das ganze Video. Man könnte hier noch ein paar Sachen mehr zeigen, aber das Video geht wirklich schon lang genug und es ist auch wirklich anstrengend, sich das anzugucken. Was kann ich abschließend dazu sagen? Chuyoka hat dieses Video gemacht, weil es dieses Urteil gibt und ich kein Video dazu gemacht habe. Obwohl ich mich sogar an ihre Aussage gehalten habe, ich habe es nicht nochmal reproduziert. Bei Chuyoka ist natürlich okay, das alles nochmal zu reproduzieren und auch Emilia wieder mit reinzuziehen, das ist was anderes. Ich sehe halt den Sinn dahinter nicht. Ich habe es ja vorher schon öffentlich angesprochen und in diesem Video ist noch mehr Framing als im ersten. Es wurden Sachen aus dem Kontext geschnitten, Dinge wurden falsch dargestellt. Ich weiß nicht, wie Chuyoka dieses Video wirklich hochladen kann und davon ausgeht, sie hätte jemanden zerstört. Und das Beste ist, sie hat auch noch ein Video für diese Woche angekündigt. Also tut mir leid für euch, mein Geldbeutel freut sich natürlich. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, K-Thanks, bye.